RSH hilft helfen. Das RSH-Spendentelefon, den ganzen Tag geschaltet. Ich habe total heiße Ohren vom ganzen Telefonieren. Aber ja, schön, weil alle rufen an und wollen spenden und wollen mithelfen. Super. Hallo, hier ist Tobias Karlsson am RSH-Spendentelefon. Also war sehr interessant und wir hatten viel Spaß und hoffe, dass noch viel reinkommt. Linde und Heike haben 2000 Euro gespendet. Applaus hier! Ja. Klasse. Mit der RSH Hilfshelfen-Stiftung unterstützen wir ja ganz viele Projekte im ganzen Land. In diesem Jahr unter anderem den bunten Kreis, die betreiben Nachsorge von schwerstkranken Kindern und Jugendlichen. Da gibt es eine Frau Lux zum Beispiel, die kommt und sagt, wo kann ich helfen? Finde ich super. Wenn die Kinder krank aus dem Krankenhaus entlassen worden sind, versuchen wir so ein bisschen Know-how und ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe zu machen, die Kräfte der Eltern wieder ein bisschen hervorzurufen, ein bisschen zu stärken. Also das Besondere ist, dass Emilia ein frühes Frühchen ist sozusagen. Sie ist in, man sagt ja immer, 26. Schwangerschaftswoche gekommen, also 25 plus 5. Und sie hatte eben auch leider bei der Geburt nur 330 Gramm Körpergewicht. Und es ist eben ganz toll, dass es Menschen gibt, die einen mit ihrem Know-how wissend unterstützen können. Also eine ganz wichtige Bereicherung für eben unsere Gesellschaft in diesem Sinne. Ja, ich glaube, wir als Spieler sind ja dann schon noch ein bisschen bekannt in der Stadt. Und wenn wir dazu aufrufen können, dass Leute ein bisschen was spenden, anderen Leuten was Gutes tun, dann ist das eine super Sache. Und wir machen es selber gerne, wir sind gerne hier heute gewesen und ja, wir können es nur empfehlen. Gerade wenn es hier in Schleswig-Holstein ist, wenn das die Heimat ist, dann ist das ja nochmal eine andere Motivation, als wenn ich jetzt nach München, nichts gegen München, ich liebe München, aber wenn ich jetzt nach München gehe und da dann Spenden suche, da weiß man, hier kommt das alles da an, wo man vielleicht auch schon ja mal Berührung hatte zu diesen Institutionen und von daher ist das schon echt eine großartige Sache. 50 Euro? Oh, das ist aber spitze. 1185 Euro. Wir sagen ja immer, zusammen sind wir Schleswig-Holstein. Und wenn man dann so einen Tag wie heute erlebt, dann weißt du, das ist nicht nur so dahergesagt, sondern nein, das ist wirklich so. Also wie viele fröhliche Menschen von klein bis groß, von jung bis alt am Telefon waren und gesagt haben, wir sind mit dabei. Das hat gezeigt, ja, wenn es hart auf hart kommt, dann halten die Schleswig-Holsteiner ganz gut zusammen. Toll. RSH hilft helfen. Helfen Sie mit.